Die Stadt Landsberg am Lech in Bayern steht wie kaum eine deutsche Stadt für das Ausmaß des Nationalsozialismus. Hier schreibt Adolf Hitler während seiner Festungshaft im Jahr 1924 seine antisemitische Hetzschrift Mein Kampf. Landsberg rühmt sich in der NS-Zeit als Hitlerstadt. Eine Stadt, in der bis Kriegsende zahlreiche Konzentrationslager gebaut werden. Als die US-Armee im April 1945 vorrückt, befreit sie die letzten KZ-Überlebenden. In Süddeutschland sammeln sich in dieser Zeit rund 50.000 KZ-befreite Juden. Sie haben alles verloren, ihre Familien, ihre Heimat. Die US-Armee und die Vereinten Nationen bringen sie erneut in Lagern unter. Aber in Landsberg sind die Holocaust-Überlebenden auch in der Nachkriegszeit unerwünscht. Über einen Gedenkort für die Opfer der Shoah wird in der Stadt bis heute gestritten. Kannst du mir sagen, wo Play ist? Ich kann es nicht sehen. Das hier ist Play, der zweite. Wir waren alle Sänger, meine ganze Familie und auch meine Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen. Wir kamen alle zusammen und haben gesungen. Und die Menschen standen vor unserem Haus und applaudierten. Singen hat mein Leben gerettet. Magst du auch einen Cappuccino? Ja, gerne. Super. Helga und Manfred Deiler sind Landsberger. In Landsberg geboren, in Landsberg aufgewachsen. Und an die Pi-Nachfahren. Rolf Mützenich besucht europäische Holocaust-Gedenkstätte in Landsberg. Sehr schön. Als Teil seiner Besuchsreihe neuer SPD-Bundestagsabgeordnete, so bauen uns das auf, dass er praktisch die Carmen Wegge besucht hat, war es mir ein besonderes Anliegen, am Tag des Ehrenamts die Europäische Holocaust-Gedenkstätte auf dem ehemaligen KZ-Außenlager Kaufring 7 zu zeigen. Der Präsident der Stiftung, Manfred Deiler und so weiter, berichtete Rolf über die geschichtlichen Hintergründe und die Bemühungen der Stiftung, das Gelände dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Schauen wir mal, Mensch, da kommt was raus. Muss man abwarten, sieht man schon. Schön. Gut. Also ich bin gespannt, ob die... Dann werde ich halt ein paar Sachen noch archivieren. Unten im Keller. Früher hat Manfred Deiler für die Betriebskrankenkasse von Siemens gearbeitet. Als Präsident der Europäischen Holocaust-Gedenkstätte Stiftung e.V. macht er seit 40 Jahren in Landsberg Erinnerungsarbeit. Gemeinsam haben engagierte Bürger einen Teil des ehemaligen KZ-Geländes gekauft. Die Stiftung betreibt eine kleine Gedenkstätte. Sie möchte hier ein Dokumentationszentrum bauen und wartet seit Jahren auf eine entsprechende Änderung des Bebauungsplanes durch die Stadt. Das Gelände liegt seit 1945 weitgehend brach. In den letzten 4 Monaten sind hier nur im Lager 7 2000 Leute ermordet worden.
an Schwäche gestorben, verhungern lassen, Typhus gestorben, totgeschlagen. Und das Appellstehen am Morgen in der Unterernährung, wenn du schon abgemagert bist auf 50 Kilo, 40 Kilo und du stehst 2 Stunden beim Zeltappell, bei einem Wetter nur wie heute, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja Sonne, das ist ja noch ein bisschen warm, dann kann ich mir vorstellen, wie der Lebenswille Stück für Stück wegbricht, weil man sich gegen die Temperatur und gegen den Hunger nicht mehr wehren kann. Jakob Bressler ist 94 Jahre alt. Aufgewachsen ist er in einer jüdischen Familie in Polen. Mit 11 Jahren wird er mit seiner Familie von den Nazis verschleppt. Sein Vater, seine Mutter, 4 Schwestern und sein Bruder werden ermordet. Ich war in 3 Ghettos. Auschwitz, Dachau und in 10 verschiedenen Außenlagern von Dachau. Er wird von Auschwitz nach Deutschland deportiert. Was immer auch du gehört oder gelesen hast, es war 10-mal schlimmer. Sie waren Monster. Sie waren keine Menschen. Nach Landsberg kommt Jakob Bressler im Jahr 1944 ins KZ Kaufering. Die jüdischen Zwangsarbeiter müssen hier riesige Bunker bauen für die deutsche Rüstungsindustrie. Der SS-Sturmbannführer hieß Hans. Er hatte einen deutschen Schäferhund. Sein Vergnügen war der Morgenappell. Wir mussten morgens rauskommen und mussten stehen und wurden gezählt. Er suchte sich dann immer eine Person aus, meistens einen älteren Menschen. Und der musste dann in der Mitte des Platzes stehen und sich zu ihm hinrollen. Nicht gehen, rollen. Und wenn er es nicht schaffte, hetzte er den Hund auf ihn. Viele Menschen starben so. Ich habe es selbst gesehen. Ich war dabei. Die Nazis haben in Kaufering bis zur letzten Stunde gemordet. Die Häftlinge werden auf sogenannte Todesmärsche geschickt. Auch Jakob Bressler. Ich war nur noch ein Gerippe. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe mir von einem Baum einen Ast abgebrochen und habe mich aufgestützt. Wir krochen auf unseren Bäuchen zu den amerikanischen Panzern. Wir küssten ihre Spuren. Es ist wie von Dante beschrieben. Man kann es sich nicht vorstellen. Die US-Soldaten schauten uns an. Wer sind diese Leute? Sie kommen von einem anderen Planeten. Und das kamen wir. George Lightman ist 97 Jahre alt. Er ist einer der US-Soldaten, der 1945 die Region um Landsberg befreit. Als 18-Jähriger kämpft er freiwillig gegen Nazi-Deutschland. Ich erinnere mich, wie wir in komplett zerstörte Städte kamen. Es lagen überall Tote in den Ruinen.
Es gab diesen speziellen Geruch. Es ist schwer zu beschreiben. Es war ganz einfach der Geruch von Tod. Als der Krieg am 8. Mai 1945 vorbei ist, wird das ganze Ausmaß der deutschen Vernichtungspolitik sichtbar. Auch hier in Landsberg-Kaufering. In Kaufering war es besonders schlimm, weil der Versuch, die Toten, die Beweise zu verbrennen, nicht funktioniert hatte. Die Deutschen gossen Benzin über die Leichen und zündeten sie an. Aber die Toten waren nur noch Haut und Knochen und brannten daher nicht. Diese Stapel von fast nicht mehr erkennbaren Personen, Menschen. Einige kokelten noch. Bis heute wache ich nachts noch auf an diesen Bildern. Aber das ist nicht überraschend. Das bringt die Aufgabe mit sich, sagt man. George Lightman ist selbst Holocaust-Überlebender. 1940 flieht er vor den Nazis aus Österreich in die USA. Zusammen mit seiner Mutter und seinen Großmüttern. Sein Vater Josef Leitmann bekommt kein Visum und taucht damals unter. Er wird von den Nazis ermordet. George hat ihn nie wiedergesehen. Für mich bekam es unmittelbar eine Verbindung zu meinem Vater. Wenn wir zum Beispiel Displaced Persons trafen, hatte ich immer die Hoffnung, dass ich ihn wiedersehe. Auch wenn ich wusste, dass es so unwahrscheinlich wie nur irgendwas war. Aber trotzdem, so sind unsere Gedanken. Sie sagen, es ist möglich. Und manchmal geschieht das Unmögliche, ja. Und dieser Umstand unterschied mich von meinen Kameraden in der Armee. Es gab immer diese persönliche Ebene. Der kommandierende Oberst, Colonel Johnson, war so entrüstet, als er das Lager betrat. Denn da waren immer noch brennende Leichen. Übrigens, dieser Geruch, ich erinnere mich immer noch an diesen Geruch, dass er uns befahl, durch alle umgebenden Dörfer zwischen Landsberg und Kaufering zu gehen, die Bewohner mitzunehmen und sie zu zwingen, durch das Lager zu gehen. Und ich erinnere mich, wie zwei Frauen miteinander redeten. Ihre Worte haben sich mir eingebrannt. Eine sagte zur anderen, der Führer hat recht. Die Amerikaner sind Barbaren, dass wir uns das ansehen müssen. George Lightman hat fast täglich Kontakt nach Landsberg. Mit Unterstützung seines Freundes Santiago Chen. Do you hear us? That's good. Yeah, that's good. Great. Hi. Wie geht's? Gut. Sieht gut. Beide sehen gut aus. Wenn du willst, können wir den Neuigkeiten aus Landsberg berichten. Sollen wir? Ja, natürlich. Okay. Zunächst einmal, nächste Woche haben wir das Konzept für das Dokumentationszentrum, das Museum. Dr. Edith Reim hat es fertiggestellt. Und die zweite gute Nachricht ist, Ende des Monats haben wir ein Treffen mit dem bayerischen Minister für Kultur, um über das weitere Vorgehen zu reden. Das sind gute Nachrichten. Das sind vergleichsweise sehr gute Nachrichten. Ja, ja, ja. So,
Jetzt muss ich dabei bleiben, ein bisschen länger. Ja, das Projekt ist wirklich nicht einfach, weil nicht jeder hier mag es. Und das bringt Probleme. Well, of course. Natürlich. Das ist der Grund dafür, dass ihr mehr Menschen einbinden müsst. So, dass sie ein Teil davon werden. Wenn ihr die Menschen auf eure Seite bringt, werden die Politiker darauf hören. Deswegen müsst ihr sie einbinden. Die Leute wollen Teil von etwas Neuem und Wichtigem sein. Das macht sie selbst wichtiger. Das macht sie zu Entscheidern. Ja, das ist ein guter Rat. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, danke für die guten Nachrichten. Also, hab einen guten Tag. Wir haben eine gute Nacht. Hi. In Landsberg stellt die Stiftung ihr Konzept für den Bau eines Gedenkortes vor. Dazu haben sie die Lokalpresse eingeladen. Unterstützt wird Manfred Deiler von der Historikerin Edith Reim. Also ich stoße halt immer an meine Grenzen, wenn gefragt wird, habt ihr jetzt Baurecht? Ich muss sagen, immer noch nicht. Das ist meine persönliche Grenze, wenn ich Leute wo mitnehmen will. Also beim Geld einwerben, beim Geld bezahlen und beim Überzeugen. Und das ist ein Problem. Wenn das jetzt vor 2 Jahren gewesen wäre, sagen, ja, das dauert alles. Aber 9 Jahre kann ich niemandem mehr erklären. Also ich bin selber in einem Erklärungsnotstand, den ich nicht begründen, mit gar nichts kann. Und ich will natürlich meinen Heimatstand auch nicht in die Pfanne hauen. Ne? Das ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren. Ich mache seit 40 Jahren Erinnerungsarbeit. Ne? Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weinerlich rüberkommen oder irgendwo, als ob ich da jetzt irgendwo, das liegt mir fern. Die Deutschen haben damals das Kriegsende am 8. Mai 1945 zur sogenannten Stunde Null verklärt, in der alles vorbei ist und alles neu anfängt. Für die aus dem KZ Kaufering befreiten Jüdinnen und Juden ist aber mit dem Kriegsende nicht einfach alles vorbei. Also ich habe sehr früh eigentlich gelernt, dass das ein kompliziertes Thema ist. Landsberg hat natürlich mehr Themen, die hat nicht nur die KZ-Geschichte. Die DP-Lager war etwas, das hatte ich lange, auch während ich im Schwerpunkt war, immer das KZ vorher. Es war erst bei der Publikation, wo dann begonnen hat, jetzt machen wir eine Publikation über das DP-Lager. Dann habe ich mir, ich habe schon gewusst es dann, aber da habe ich mich mehr damit beschäftigt und meine Mutter und mein Vater waren schon tot. Und da habe ich eine Schulfreundin von meiner Mutter habe ich gefragt und gesagt, du, hör mal zu, kannst du mir was sagen? In der Nachkriegszeit waren da Juden in Landsberg. Juden in Landsberg? Nö. War aber hartnäckig, ich habe nachgefragt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du, hör mal zu, ich habe da gehört. Und nach, ich weiß nicht, wie oft Nachfragen kam dann die Antwort, jetzt, wo du das so sagst, das stimmt, da waren welche. Das heißt, man hat auch das alles, wenn Jude wo draufsteht, ist verdrängt worden. Das heißt, man wollte nicht drüber reden. Mitten in Landsberg richtet die US-Armee unmittelbar nach Kriegsende 1945 in alten Kasernengebäuden ein Lager für Holocaust-Überlebende ein. Das Displaced Persons Camp für heimatlose Menschen. Mehrere tausend Juden leben hier. Über Jahre. Einer der ersten Kommandanten des Lagers ist der US-Major Irving Haymond. Er ist erst 27 Jahre alt, als er im September 1945 seiner Ehefrau einen Brief schreibt. Ich bin so überwältigt, dass ich kaum weiß, wohin ich mich zuerst wenden soll. Obwohl es noch so viel zu tun gibt, und es ist schon fast Mitternacht, muss ich einen Moment innehalten und dir schreiben, bevor ich ins Bett gehe. Hier in der Stadt Landsberg gibt es ein Camp mit rund 6000 Männern, Frauen und Kindern.
Davon sind ungefähr 5000 Juden. Die meisten Bewohner des Camps kommen aus Konzentrationslagern. Die Menschen schlafen in Kojen aus ungehobeltem Holz, oft zwei- oder dreistöckig übereinander. In den behelfsmäßigen Schlafnischen der Wohnquartiere wird versucht, das Familienleben wieder zu beleben. Für jede Familiengruppe ist, so wurde mir erklärt, das gemeinsame Mahl der Höhepunkt des Tages. Ich war erstaunt, als ich von Dr. Zabriskie erfuhr, dass die gesundheitliche Verfassung der Leute im Camp ziemlich gut sei. Das scheint fast nicht möglich. Als er den ungläubigen Ausdruck in meinem Gesicht bemerkte, sah er mich etwas schief an und meinte: "Denken Sie daran, wir sind alle Überlebende. Nur die Stärksten haben überlebt." Du hast viele Bilder. Ich habe nicht nur von Landsberg Fotos. Das hier ist mein Leben in den USA. Vielleicht fangen wir mit Landsberg an. Ja, das wollte ich. Wenn du nichts dagegen hast. Ich will dir nichts vorschreiben. Das sind meine Erinnerungen. Das hier war meine erste große Liebe in Landsberg. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Und dies war meine andere Freundin. Erinnerst du dich an ihren Namen? Yes, this was Rachel and Cesha. Und dieses Foto hier wurde 1945 aufgenommen, direkt nach der Befreiung, als ich gerade nach Landsberg kam. Das hier sind alles Überlebende. Die meisten sind leider nicht mehr unter uns. Jakob Bressler hat zwei Jahre lang, von 1945 bis 1947, im DP-Lager von Landsberg gelebt. Wir begannen ein normales Leben, also was wir normal nannten. Für uns war es normal, für die anderen war es unnormal. Wir waren verstörte Kinder. We were disturbed children. Die Zustände in den DP-Camps sind auch Monate nach dem Kriegsende 1945 noch so katastrophal, dass der damalige US-Präsident Harry S. Truman sie untersuchen lässt. Leiter der Kommission wird Earl G. Harrison, ein einflussreicher Jurist und erfahrener Bürokrat in der US-Administration. Mein lieber Mr. President, bezüglich Ihres Briefes vom 22. Juni 1945 habe ich die Ehre, Ihnen meinen Teilbericht zu meiner jüngsten Mission nach Europa zu präsentieren. Sie betrifft die Bedingungen, unter denen die Displaced Persons und insbesondere die Staatenlosen und nicht Rückführbaren unter ihnen zurzeit in Deutschland und Österreich leben. Harrisons Fazit ist verheerend. Nach Lage der Dinge scheinen wir die Juden so zu behandeln, wie die Nazis es taten, mit dem einzigen Unterschied, dass wir sie nicht vernichten. Sie leben in großer Zahl in Konzentrationslagern. Jetzt unter unserer Aufsicht, anstatt zuvor der SS-Wachen. Man fragt sich, ob die Deutschen, wenn sie das sehen, nicht annehmen müssen, dass wir die Nazi-Politik fortführen oder zumindest billigen. Diese Aussage landete natürlich sehr schnell bei Eisenhower und Truman. Und sie schrie nach Veränderungen. Die Historikerin Atina Grossman hat sich auf die Geschichte der jüdischen DPs spezialisiert. Der Harrison Report, sagt sie, ist eines der bemerkenswertesten Dokumente der jüngeren Geschichte. He said,
Harrison sagte, wir müssen anerkennen, dass die Juden wegen ihrer besonderen Geschichte, ich zitiere hier nicht wörtlich, wegen der besonderen Leiden und man könnte auch sagen der Sonderbehandlung, die sie von den Nazis bekamen, zu einer besonderen Gruppe gemacht wurden, mit besonderen Bedürfnissen. Und dass sie deswegen auch als eigene Gruppe anerkannt werden mussten. They deserve to be recognized as their own group. Das DP-Camp Landsberg wird ein rein jüdisches Lager. Und das Leben der Bewohner bessert sich. Die überlebenden Jüdinnen und Juden gründen Familien. Viele Kinder werden im Lager geboren. Die DP-Camps haben in der Nachkriegszeit die höchste Geburtenrate der Welt. Aber bleiben wollen die Familien hier nicht. Ihr Wunschziel ist Palästina, das spätere Israel. Oder sind die USA? Zur Vorbereitung erlernen sie die verschiedensten Berufe. Das bin ich auf einem Motorrad. Nicht meins, ich besaß kein eigenes. Motorrad bedeutete Freiheit, oder? Ja, aber es war nicht meins. Ich ging regelmäßig ins Freibad von Landsberg. Und ich traf mich dort mit Leuten. Aber wir hielten uns von den Deutschen fern. Sie kümmerten sich nicht um uns und wir uns nicht um sie. Denn die Wunden waren noch sehr, sehr frisch. Grundsätzlich wollten die überlebenden Jüdinnen und Juden nichts mit den Deutschen zu tun haben. Sie wollten unter sich bleiben. Die Deutschen waren das Volk der Täter. Die Juden lebten unter dem mitunter abgelehnten Schutz der alliierten Militärregierung. Die Deutschen wiederum waren ablehnend. Da war diese Gruppe von Menschen, von denen man ihnen gesagt hatte, dass es sie gar nicht mehr gibt. Sie waren schockiert, dass es überhaupt noch Juden gab, wo sie doch alle in Deutschland vernichtet worden sein sollten. Und jetzt schienen sie auch noch besondere Privilegien zu bekommen. Die Deutschen in Landsberg treffen auf selbstbewusste Überlebende, die sich nichts gefallen lassen. Am 28. April 1946 kommt es zu Krawallen in Landsberg. Der sogenannte jüdische Aufstand. Die Displaced Persons aus dem Lager rebellieren gegen die Stadtbewohner. Joseph Alexander ist 100 Jahre alt. Er war vor Ort, als sich die DPs gegen die Deutschen erheben. Auch Joseph ist Jude und kommt aus Polen. Auch er wurde von den Deutschen ins Konzentrationslager Landsberg-Kaufering deportiert. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass ich überlebe, wäre ich nicht hier. Ich stand in Auschwitz vor Dr. Mengele. Er sagte mir, ich soll nach links gehen. Als er wegging, rannte ich zurück auf die andere Seite.
Hätte ich das nicht gemacht, würde ich nicht mit dir reden. Denn die Menschen links wurden in Laster verladen und direkt in die Gaskammern gebracht. Joseph Alexander lebt im April 1946 in der Nähe des Landsberger DP Camps. Das hier sind Bilder von Landsberg, vom Aufstand. Der Grund für den Aufstand? In der Nähe von Landsberg gab es ein Lager für junge Überlebende. Und eines Abends hieß es, zwei sind spurlos verschwunden. Und dass die Deutschen sie entführt hätten. Es war kurz nach der Befreiung. Unsere Stimmung gegenüber den Deutschen war sehr ablehnend. So war das. Rund 200 DPs ziehen randalierend durch die Stadt. US-Soldaten marschieren mit Schlagstöcken und Gewehren auf und beenden die Unruhen. Als das passierte, war ich gerade im Landsberger DP-Lager. Ich hatte mein Auto in einer Seitenstraße geparkt. Ich wollte gerade nach Hause. Und dann wurde ich mit einem Haufen von Aufständischen verhaftet. Wir kamen ins Landsberger Gefängnis. Wir waren 19 Leute. Ein US-Militärtribunal verurteilt Joseph zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr. Auch die Lagerzeitung, der Landsberger Spiegel, berichtet über die Krawalle. Sie wird schnell zum wichtigsten Sprachrohr der Überlebenden und beobachtet scharfzüngig die Nachkriegsdeutschen. Sie berichtet über die weltpolitische Lage in Palästina und dem späteren Israel. Aber vor allem ist die Zeitung bis zur Auflösung des DP-Camps im Jahr 1950 eine wichtige Plattform der Überlebenden. Die Auflage von bis zu 17.000 Exemplaren wird weit über die Region hinaus vertrieben. Zu unserer Freundin Susanna Gutmann mit Miklos Pereslin wünschen wir viel Glück und einen herrlichen Mazel Tov. Meilech und Emmy Rosenwald. Wenn man es laut liest, kann man Jiddisch lesen. Das Archiv ist ein riesiger Fundus. Manfred Deiler bekommt wöchentlich Anfragen aus aller Welt. Wenn es jetzt so ist, dass jemand als ein Kind von ehemaligen KZ-Häftlingen im DP-Lager Landsberg geboren ist, und da findet man dann eine Geburtsanzeige. Das sind für die Leute Dokumente, die kennen die nicht. Das sind ja Zeitungen, die in Deutschland verlegt worden sind, die haben die zu Hause nicht. Das ist ein Hinweis praktisch drauf, auf ihre Geburt. Das ist, wenn man eine alte Geburtsanzeige findet oder die Hochzeitsanzeige der Eltern. Aber was es auch gibt, Suchanzeigen von Angehörigen, die sie über Suchanzeigen finden. Wo man dann erfährt, man hat ja eine Verwandtschaft in den USA oder irgendwie sowas. Also das ist eine der wichtigsten Quellen über das DP-Lager im Detail, nicht in der großen Geschichte, sondern in der Detailgeschichte. Die Arbeit für die Stiftung macht Manfred Deiler in seinem Keller. Die Stiftung bekommt öffentliche Gelder für den Erhalt der alten KZ-Bauten. Aber sein Einsatz wird nicht bezahlt. Die Recherchen, die Kontakte zu Zeitzeugen. Es gibt auch heute noch sehr viele Menschen, die der Meinung sind, auch in der Politik, man braucht die Kontrolle über die Erzählungen. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil, die Kontrolle über die Erzählungen. Das heißt, es geht immer irgendwo in die Geschichte, in Bahnen lenken und den Bürgern erträglicher machen. Und ja, die
ich sage es jetzt einmal so, das zieht sich durch die ganze Nachkriegszeit zum Teil bis heute, die Nazis sind immer die anderen. Und man selbst, die eigene Familie und die eigene Stadt und der eigene Ort zählt zu den Opfern. Und so möchte man gerne eine Geschichte darstellen, dass wenn man heute jetzt irgendwo eine Ausstellung macht oder sowas, dann kommt halt ganz schnell raus, es ist nicht nur die Wunschvorstellung, dass wir alle Opfer sind, sondern wir gehören halt auch mit zu der, ich möchte jetzt nicht sagen nur Tätergruppe, aber auch zu denen, die daran profitiert haben. Am 7. Januar 1951, also fast 6 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, versammeln sich die Landsbergerinnen und Landsberger zu einer politischen Kundgebung. Auf dem Hauptplatz kommen 4000 Menschen zusammen, fast jeder dritte Bewohner. Es ist das Bürgertum der Stadt, Politiker fast aller Parteien, die Spitzen der evangelischen und katholischen Kirche. Sie fordern christliche Nächstenliebe. Nicht für die Holocaust-Überlebenden, sondern für die in Landsberg inhaftierten Kriegsverbrecher. Denen wird gerade der Prozess gemacht. Ihnen droht die Todesstrafe. Und die Landsberger fordern Gnade. Sie fordern Nächstenliebe für Otto Ohlendorf. Als Befehlshaber der SS-Einsatzgruppen war sein Auftrag der Massenmord an Juden und Sinti und Roma. Er befehligte die Ermordung von 90.000 Menschen in Osteuropa. Sie fordern Gnade für Oswald Pohl, weil dem SS-General der Massenmord an den Juden in den Vernichtungslagern wie Auschwitz nicht schnell genug ging, tauschte er das Führungspersonal aus. Das besonders Seltsame daran ist, also dass diese Demonstranten, die da in Landsberg sich auf dem Hauptplatz versammelt haben, eben so dezidiert für die Kriegsverbrecher Partei ergreifen. Also dass man dann, und es sind ja keine, sag ich mal, unschuldigen Menschen gewesen, sondern das waren ja wirklich Massenmörder. Also nicht nur jemand, der mal eine oder zwei Personen umgebracht hat, sondern wirklich, das sind ja Zehntausende, also an deren Händen klebte nun wirklich Blut im Übermaß. Und dass man dann ausgerechnet für solche Menschen sich einsetzt und also da quasi die Humanität entdeckt. Edith Reim ist selbst in Landsberg geboren und aufgewachsen. Sie erforscht seit Jahrzehnten die Verstrickungen ihrer bayerischen Heimatregion in den nationalsozialistischen Terror. Diese Vorstellung, das Dritte Reich ist so über einen hineingebrochen und als hätte man da überhaupt nicht teilgenommen oder als wäre man dann sozusagen, als wäre jeder, der da, also als wäre jeder ein Opfer, weil er eben auch dann gezwungen wurde mitzumachen und so weiter. Und das stimmt halt für Landsberg gleich dreimal nicht. Also es gibt ja in Landsberg bereits 1920 eine NSDAP-Ortsgruppe und da gibt es noch keinen Druck oder gibt es nicht, dass man sagt, ja, ich bin vom NSDAP-Kreisleiter gezwungen worden, dabei zu treten. Und das spricht eben für eine gewisse Mentalität. Also dass da schon dieser Ungeist, dieser nationalsozialistische Ungeist, dass der eben sich da schon relativ früh verankern konnte. Am Rande der Solidaritätsveranstaltung der Landsberger kommt es zum Gegenprotest. Es sind die Displaced Persons aus der Region. Mit Juden rausrufen werden sie von der Menge verjagt. Ich arbeite in der Sparkasse. Wie die Arbeitskollegen dann mal so mitbekommen haben, dass ich bei dem Verein mitarbeite. Und es waren dann zum Teil Kollegen, mit denen ich gar nicht direkt zusammengearbeitet habe. Also die konnten von mir gar keine großartigen Erzählungen hören, aber die hatten das dann nur mitbekommen. Und da hast du dann gemerkt, dass so bestimmte Kollegen beginnen, dich zu schneiden. Ältere Kollegen, mit denen, da waren so eine Clique, die zum Skifahren gemeinsam gefahren sind am Wochenende.
Und plötzlich, wenn ein älterer Kollege, der wäre mir dann auf der Straße begegnet, der hat dann die Straßenseite gewechselt. Das ist mir am Anfang gar nicht so sehr aufgefallen. Aber dann merkst du, ja hoppla, da ist jemand, der will mit dir keinen Kontakt mehr haben. Und es ist mir auch passiert, ich war Kundenberaterin für Privatkunden. Das sind Kunden, die ich über lange Jahre hinweg beraten habe. Plötzlich haben die keinen Termin mehr bei mir ausgemacht, sondern sind dann zu anderen Kollegen gegangen. Und wenn ich dann so im Nachhinein so ein bisschen geguckt habe, ja, was sind denn das für Familien? Also mich hat es nie interessiert, welcher Kollege ist jetzt aus welcher Familie und wie ist jetzt die Familie in den Nationalsozialismus verwoben. Das war gar nicht so sehr mein Thema, aber ich glaube, die hatten die Angst da davor. Die ganze Familie von Joseph Alexander wurde von den Nazis ermordet. Mehrmals die Woche besucht er das Holocaust-Museum in Los Angeles und erzählt von seinem Leben. Du weißt, wer das ist? Das ist die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja. Angela Merkel. Ich habe mit ihr in Dachau geredet. 2015 war das. Hat sie dir etwas gesagt? Ja. Ich habe ihr gesagt, dass ich mag, wie sie Israel unterstützt. Und dass sie so weitermachen sollte. Sie sagte, sie wird es. Es heißt, dass 70% der jungen Leute noch nie vom Holocaust gehört haben. Deswegen bin ich hier, um ihnen die Wahrheit zu erzählen über das, was passierte. Ich bekomme danach immer Briefe, ganz wunderbare. In Landsberg stellen die Stiftungsmitglieder und ihr Präsident Manfred Deiler das Konzept für ihren Gedenkort der Öffentlichkeit vor. Er war da ein bisschen viel die letzten Wochen. Und ich merke das jetzt irgendwo, das ist, habe ich so einen nervösen Reizhusten, der mich stört. Also Corona habe ich getestet immer, das ist es nicht, ja. Schlaf schlecht. Solange ich Bilder im Kopf habe, die mit dem allen zu tun haben, kommt der Husten. Wenn ich die Bilder aus dem Kopf kriege, ist er weg. Fast alle Entscheiderinnen und Entscheider der Stadt sind gekommen. Manfred Deiler und seine Mitstreiter haben sie eingeladen. Dieses Bild ist 1944, Lager 11 Aufbau. Ganz neu. Lager 7, noch nicht bezogen, Tonröhren, Bauten 3. Noch nicht bezogen, Innenaufnahme. 1944 von der OT aufgenommen. Silenzium. Die Geräuschkulisse bitte ein bisschen dämmen, weil da ist sowieso so viel Hall herinnen. Es sind zwei Bürgermeister von Landsberg da, der Moritz Hartmann und der Herr Brettschneider. Danke fürs Kommen. Jetzt weiß ich nicht, ob es in der Reihenfolge reinkehrt, ob der Altoberbürgermeister vor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten kommt. Jetzt machen wir zuerst den Altoberbürgermeister von Landsberg, den Franz Xaver Rössle. Dann machen wir den Bürgermeister von der Gemeinde Igling. Jetzt kommt der Jascha Merz von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten dran. Jetzt muss ich so ein bisschen in die Runde schauen. Ja, halt, jetzt habe ich noch was vergessen. Wir haben ja auch noch ein Stadtratmitglied, den ist der Herr Axel Flörke im Gelben. Danke fürs Kommen. Leute, die ich kenne, die ich nicht kenne. Aber ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe. Und für die nächste Aktion und Erklärung würde ich gerne an die Frau Dr. Reim übergeben, weil die steht auch für das Grundkonzept federführend für die Ausstellung. Wie demokratisch war die Bundesrepublik Deutschland, wenn es ihr nicht gelang, sich ausreichend von der NS-Zeit zu distanzieren? Und dennoch erscheint es in der Bundesrepublik stets leichter, sich mit den Tätern und dem NS-Erbe auseinanderzusetzen, als mit den Spuren der Opfer des Nationalsozialismus.
Es scheint leichter, Gelder zu akquirieren für Ausstellungen oder Dokumentationszentren als für KZ-Gedenkstätten. Kaufering 7 ist ein Ort, wo einem die Konsequenzen von Gewalt und Willkür ins Gedächtnis gerufen werden. Und es ist nun an der Zeit, nicht nur die Probleme zu suchen, sondern die Lösung. Ich danke Ihnen. So, ganz kurz, ich muss ins Bett. Alle, wo noch da sind, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich muss jetzt mich ein bisschen rekreieren. Ade, für Zeit. Mach ich richtig aus, ja. Manfred Deiler kämpft für einen würdigen Gedenkort in Landsberg am Lech. Und für seine Vorstellung von einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Man macht eine Veranstaltung, ich sage jetzt provokativ ein Beispiel, das ich mir jetzt gerade selber ausdenke. Man macht eine Musikveranstaltung, am besten zusammen mit Jugendlichen. Und dann kommt also jemand, der da die Trägerschaft mit übernommen hat. Das ist irgendein Politiker. Das ist ja unproblematisch, wenn man Musik spielt. Und bei dem Ganzen wird dann auch an den Holocaust und an dieses erinnert. Und das ist jetzt die Form, wie man gegen Antisemitismus kämpft. Und ich würde jetzt immer sagen, also die rechte Szene, die Reichsbürger sowie auch die Antisemiten werden sich vor diesen Veranstaltungen sehr fürchten und werden sich bekehren lassen. Aber das sind die Formen der Veranstaltungen, das ist also praktisch Erinnerungskultur light. Also irgendwo, die einen spielen Klezmer-Musik, die anderen veranstalten ein Konzert und dann werden ein paar Texte vorgelesen und dann erinnert man und sagt, dass Antisemitismus schlecht wird. Und da machen Politiker sehr gerne als Schirmherrn mit. Das ist nämlich unverfänglich und es ist am Ende eine schöne Veranstaltung. Und das nimmt gerade überhand. Tief im Herzen, heimt und weh, glücklich sein er mir. Für Jakob Ressler gibt es keine Erinnerungskultur leid. Er hat den Holocaust überlebt. Singen hat ihn gerettet, sagt er. Weil er dafür in den Lagern Brot geschenkt bekam. Seine Familie aber wurde ermordet. Seinen Vater Chaim Bressler sieht er 1943 ein letztes Mal im Ghetto Lodz. Und eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und da lag ein Brief für mich. Ich gehe zurück ins Gefängnis, denn ich kann dir dein Brot nicht länger wegnehmen. Because I cannot take away your bread. And he went back to prison. I ran. Ich besuchte ihn im Gefängnis und fragte ihn, warum machst du das? Nach 5 Jahren, nach all dem, was du durchgemacht hast, kannst du doch mit uns sein. Und er sagte, ja, aber durch mich wirst du auch verhungern. You are starving as it is. But he said to me, "You are young." Du bist jung. If this is life, und wenn das hier das Leben ist, I don't want it. Dann will ich es nicht. And wir verabschiedeten uns und ich habe ihn nie wieder gesehen. We said goodbye. I never seen. Das hat mir Kraft gegeben. So that gave me strength. Zu überleben. To survive. Und die Geschichte so gut wie ich kann zu erzählen. As well as I possibly can. Thank you.
slow.